So, jetzt fliegen wir dann den Verhängersand. Also, ich würde die linke Bremse hinklipsen. Ja, die linke Bremse hinklipsen. Dann nimmst du alles, was am linken A alleine nur rumsteht, das nimmst du in die Hand, ziehst das fett runter und lehnst dich fett auf die linke Seite. Ja, damit du mit rechts die Rettung ziehen kannst. Auf geht's, probier es mal. Jawohl, also. Fett den Klapper ziehen. Jawohl. Ja, auf geht's, nach links lehnen. Nach links lehnen. Nach links lehnen. Ja, genau, sehr gut. Jetzt dreht es ein bisschen und jetzt darfst du die Rettung ziehen. Jetzt ziehst du mal die Rettung. Zieh mal die Rettung, am Bein entlang werfen. Ja, schau, schau, super, gemütlich. Jetzt darfst du, wenn es geht, ein bisschen Gleitschirm einholen. Ja, schaust du mal, ob die, ja, den Klapper darfst du loslassen. Dann schaust du mal, ob du irgendeine Stabiloleine findest. Ja, und ein bisschen den Gleitschirm einholst. Ja, so super, Karl. Ne? So hängst du schön gerade an der Rettung. Bombe, machst du es. Ja, wenn der Gleitschirm so in der Luft bleibt, Karl, dann ist alles cool. Dann hängst du wunderschön gerade an der Rettung. Der Bootsfahrer fährt schon hin zu dir. Der wird dann gleich da sein. Wenn du ganz viel Überblick hast, dann könntest du sogar das Funkgerät ausschalten, bevor du ins Wasser fällst. Aber wie du magst, Karl, ne? Kein Stress. Philipp, gutes Goal. Gutes Goal. Gut gemacht. Ich bin mal überrascht, dass sie da doch weit nach hinten kommen. Ja, ja. Jetzt weißt du, warum ich sage, ich habe das schon dazu, ne? Ja, ja. Gutes Goal! Gutes Goal! Gut gemacht!